Hey! Wow, habe ich das gerade im Internet gemacht? Okay, Boomer. Wir haben einen Hund. Ja gut, also wenn ihr mir bei Instagram folgt, kleiner Hint am Rande, dann sind es jetzt keine News für euch. Aber es geht um Folgendes. Und zwar wollte ich ja von Anfang an, also seit wir Baloo haben, das erste halbe Jahr mit ihm dokumentieren, damit ich irgendwann mal ein Video machen kann, in dem man unser erstes halbes Jahr mit ihm sieht. Richtig, das kam jetzt überraschend, ne? Nein! Ja, ich habe mir jetzt mal das Material angeguckt, was ich bis jetzt so gesammelt habe. Er ist jetzt knapp 5 Monate bei uns. Die MathematikerInnen unter euch, die haben jetzt gemerkt, das ist ja noch gar kein halbes Jahr. Richtig. Von dem Moment, an dem wir uns Baloo das erste Mal angeguckt haben, bis zu dem Tag, wo wir ihn abgeholt haben, ist ja eine Menge Zeit ins Land gegangen. Und in der Zeit haben wir ihn sehr oft besucht. Wir sind die 200 Kilometer hin und auch wieder zurückgefahren. Wenn wir sie nicht zurückgefahren wären, wäre blöd, weil dann würden wir jedes Mal in Sachsen-Anhalt geblieben sein. Das wollen wir nicht. Das will niemand. Das wollen wir alle nicht. Und auch diese Besuche habe ich jedes Mal gefilmt. Und als ich mir die Videos so angeguckt habe, dachte ich, es ist irgendwie viel zu schade, daraus nichts zu machen. Weil man da richtig sieht, wie er größer wird. So klein war der am Anfang, als wir den das erste Mal gesehen haben. So klein. Mit Hut. Mit Hundehut. Hat er einen Hundehut auf? Deswegen dachte ich, ich lasse mich doch nicht lumpen. Ich mache einfach ein Video, wo man sieht, wie er von Besuch zu Besuch wächst. Seine Kindheit, seine Jugend. Coming of Age. Und als nächstes gibt es ein Video vom ersten halben Jahr. Ist das was? Das ist was. Kleiner Abstecher zu den Hintergründen, denn die interessieren euch bestimmt brennend. Also Bene und ich haben uns beide eigentlich schon immer einen eigenen Hund gewünscht. Bene ist mit Hunden aufgewachsen. Also es waren nicht seine Eltern, sondern die Familie hatte Hunde. Und ich durfte mein ganzes Leben lang keinen Hund haben und dachte mir deswegen, jetzt könnt ihr mir gar nichts mehr, jetzt bin ich erwachsen. Kann ich mir einen Hund holen? Eigentlich hatten wir aber geplant, dass wir im Laufe der Familienplanung erst Kinder und dann einen Hund bekommen. Und da hat uns das Leben einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und hat sich gedacht, sag mal, die beiden, die schreien doch nach unerfülltem Kinderwunsch. Wisst ihr was? Den Wunsch erfüllen wir ihnen. So ungefähr im Juli 2022, also letztes Jahr, haben wir dann das große Jubiläum gefeiert. Ein Jahr unerfüllter Kinderwunsch. Mann, was war das für ein Fest. Oh, da habe ich sogar ein bisschen gespuckt jetzt. Das tut mir leid. Ja, und da haben Ben und ich uns nochmal zusammengesetzt und gedacht, scheint ja irgendwie eine längere Angelegenheit zu sein. Vielleicht sollten wir unseren Hundewunsch nicht an den Kinderwunsch knüpfen. Und der Hund sollte auf gar keinen Fall ein Ersatz sein für das Kind. Aber irgendwie wollten wir uns nicht mehr so abhängig machen davon, weil offensichtlich kann man das mit den Kindern ja nicht planen. Surprise! Ich persönlich wollte keinen Hund vom Züchter. Es ist nicht so, dass ich das generell verteufel. Dazu aber später nochmal mehr. Stichwort Peter. Also wenn man nach einer verantwortungsvollen Zucht guckt, dann finde ich auch das völlig legitim. Ich werde an dieser Stelle auch nicht weiter auf das Thema Tierheim, Tierschutzverein und Hundezüchter eingehen. Dazu, wie gesagt, später mehr. Ich persönlich wollte nicht zum Züchter, aber trotzdem einen Welpen oder einen Junghund haben, bei dem wir noch Einfluss auf Prägung und Erziehung haben. Und haben uns dann im Juli letzten Jahres einen Hund angeguckt, der quasi aus einem Unfall heraus entstanden ist. Also wir wussten nicht viel, außer wir fahren jetzt 200 Kilometer nach Sachsen-Anhalt und gucken uns da einen Wurf von Hunden an, die unbeabsichtigt gezeugt wurden und sind voller Aufregung losgefahren. Hey. Sagst du auch hey? Sag mal hey. 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 Wir sind gerade auf dem Weg nach Sachsen-Anhalt. Ein Satz, den ich auch nicht so oft sage. Das verstehe ich nicht. Weil wir uns da einen Hundewelpen angucken. Oh mein Gott! Und uns wurde schon vorher gesagt, dass das den Knick im Schwanz hat. So wie bei dir. Das wurde mir damals auch gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Dass das keine gesundheitlichen Auswirkungen hat, aber irgendwie der lag in der Mutter und weil das sehr eng war mit den neuen Welpen, so ein bisschen was abgeknickt und das ist jetzt halt so zusammengewachsen. Aber das macht uns eigentlich gar nichts aus. Ne? Wir sagen immer beautiful from the inside and the outside also with a geknickten, with a tail, with a crack in it. Und wir sind richtig gespannt und aufgeregt. Noch was? Nee, wir sind gespannt und aufgeregt. Die Uhr sagt noch 25 Minuten. Und wir sind immer noch aufgeregt und gespannt. Wir werden immer aufgeregter und gespannter. Hundi, wir kommen. Sag mal, Hundi, wir kommen. Hundi, wir kommen. Thank you.
Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so was Süßes gesehen habe wie diese Welpen. Außer natürlich Biene. Klar. Und der, den wir uns angeguckt haben, der hat ja auch einen Knick im Schwanz. Deswegen war das so eine schöne Parallele. Also wir sind eigentlich hingefahren und dachten, wir gucken uns den mal so eine halbe Stunde an und sind dann um 21 Uhr wieder zu Hause in Berlin. Jetzt ist es gleich 11:30 und wir fahren immer noch von Sachsen-Anhalt zurück nach Hause. Tja, Freunde und Freundinnen und alles dazwischen, was soll ich euch sagen? Wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, eine Nacht drüber zu schlafen, also mindestens eine Nacht drüber zu schlafen, bevor wir so eine schwerwiegende, lebensverändernde Entscheidung treffen. Sollte man das machen? Mhm. Haben wir das gemacht? Mm-mm. Wir haben die Entscheidung getroffen, während er schnarchend auf unserem Arm lag und haben gesagt, dem möchten wir ein Zuhause schenken. Dem möchten wir wohl ein Zuhause schenken. Der gehört jetzt wohl zu uns. Wir sind seine Eltern. Jetzt muss Balu nur noch ein bisschen erwachsen werden oder ein bisschen größer werden. Erwachsen nicht, der ist ja noch ewig in der Pubertät. Ja, noch ewig. So wie Bene, der ist ja jetzt auch mit Mitte 30 noch ewig in der Pubertät. Aber der ist erst 4 Wochen alt. 2 Monate muss er jetzt noch mindestens bei der Mama bleiben und Anfang September können wir den dann abholen und dann kommt er zu uns. Was machen wir denn jetzt bis dahin noch? Reisen. Und was noch? Also wie wenn Eltern, wenn aus Menschen Eltern werden quasi. Also wenn Leute Kinder kriegen und vorher nochmal alles machen. Nochmal reisen, Alkohol. Ach nee, die Frau kann auch schon keinen Alkohol mehr trinken. Ah, lass uns doch einfach reisen und richtig viel Alkohol trinken und dann kommt der Hund, okay? Ja. High five. Low five. Das war also unser allererster Besuch bei Balu. Da haben wir ihn zum ersten Mal gesehen, sind aber kurze Zeit später wieder nach Sachsen-Anhalt gefahren. So, das könnte der Tag sein, an dem wir Balu abholen. Ist es aber nicht. Es ist noch nicht mal eine Woche, nachdem wir ihn das erste Mal gesehen haben. Und eigentlich hatten wir mit denen besprochen, dass wir den in einer Woche erst wieder besuchen kommen. Ja, und dann hat die Vermissung zugeschlagen. Das ist richtig absurd. Ich glaube, wir werden richtige Knechte von diesem Hund sein, wenn wir uns jetzt schon so ehrenlos verhalten. Was war das jetzt? 5, 6 Tage, glaube ich, haben wir den nicht gesehen. Oder 5. Und wir ertragen es nicht. Wir mussten ihn sehen. Die Sehnsucht wird so groß. Es fühlt sich an, als wären wir Eltern und deren Kind im Schullandheim ist. Und wir vermissen das schon am zweiten Tag, außer dass wir das Kind vorher noch nie gesehen haben. Das ist eigentlich bei Eltern meistens nicht so. Meistens kennen sie es da schon mindestens 6 Jahre. Aber gut, ja. Und deswegen fahren wir jetzt einfach nochmal hier schön nach Sachsen-Anhalt und besuchen den Kleinen. Freust du dich? Ja. Das war der zweite Besuch bei Balu und nur eine Woche später, ich denke, ihr könnt es euch denken. Es ist schon wieder eine Woche her, seit wir Balu das letzte Mal besucht haben. Das geht natürlich gar nicht. Also das ist ja, als würde man sein neugeborenes Kind eine Woche nicht gesehen haben. Das ist ja schrecklich. Und deswegen fahren wir jetzt schon wieder und mal wieder hin. Und ich bin gespannt, ob der sich schon verändert hat, weil im Vergleich vom ersten zum zweiten Besuch ist er schon größer geworden, oder? Ja, definitiv. Jetzt wird er nochmal, weil jetzt geht es ja noch schneller und er wird jetzt nochmal einen ganz schönen Satz gemacht haben. Bin gespannt, ob er sich an uns erinnert mittlerweile. Und was ich auch verrückt finde, ist, dass wir sehen ja jetzt schon wieder langsam größer wird, aber es dauert immer noch 2 Monate, bis der zu uns kommt. Der wird ja riesig, wenn der da ist.
Also ich muss euch ja jetzt nicht auf die Folter spannen. Ich denke, ihr könnt euch alle vorstellen, was passiert ist nach diesem Besuch. Es hat sich quasi eine kleine Routine entwickelt. Ich muss aber auch sagen, es war Sommer. Die Sonne hat geschienen. Es war warm. Die Kleider sind im Wind geflattert. Das von Bene auch. Und dann am Wochenende immer diese kleinen Roadtrips durch Deutschland, was von der Landschaft sehen, von unserem Land, mit dem Ziel, einen kleinen Hundewelpen zu besuchen und ihn aufwachsen zu sehen. Also wenn es das nicht bald bei Jochen Schweizer als Gutschein gibt, dann weiß ich auch nicht. Hey! Es ist schon wieder eine Woche rum. Wir haben wieder sonntags und sonntags kommt natürlich immer unser Ausflug nach Sachsen-Anhalt, natürlich. Wir fahren schon wieder Balu besuchen und diesmal wird es unser letzter Besuch für eine relativ lange Zeit, weil wir am Donnerstag in die USA fliegen zu unserem großen California Roadtrip. Und wir werden unser Kind jetzt das letzte Mal sehen. Das ist ganz komisch, vor allem, weil der in der letzten Woche schon wieder so viel größer geworden ist. Bin gespannt, wahrscheinlich, wenn wir zurückkommen in 3 Wochen, ist er so Rottweiler groß. Oder ist auch einfach ein Rottweiler geworden. Er ist plötzlich einfach ein Rottweiler. Genau, er ist plötzlich einfach zum Rottweiler mutiert. Was die Zeit so macht. Und wir haben auch, weil die Frau, bei der die Welpen sind, die kümmert sich so wahnsinnig toll um die, haben wir einen riesigen sommerlichen Blumenstrauß als kleines Dankeschön mitgebracht. Ein Bouquet. Und natürlich, also von Blumen alleine wird man ja nicht glücklich. Noch eine schöne Flasche. Was? Schnaps. Schnaps. Eine schöne Flasche Schnaps. In einer Raststätte Halt gemacht, wie man so schön sagt, um dort uns zu entleeren, wie man auch so schön sagt. Und Bene ist von der Toilette wiedergekommen und hat erzählt, dass er dort am Pissoir nicht nur Körperflüssigkeiten, sondern auch einige Luft aus dem Körper entlassen hat über sein natürliches Ventil. Und dass ein Mann neben ihm am Pissoir stand, der so anerkennend gesagt hat, genau so. Und ich war ehrlich gesagt etwas irritiert, weil mir nicht klar war. Also ich finde eh, das Konzept Pissoir hat sich mir bis heute nicht ganz erschlossen. Beziehungsweise warum das bei Männern so offen ausgelebt wird, Frauen aber niemals jetzt voreinander an so einer Pissrinne aufs Klo gehen würden. Da muss ich mal einhaken. Ist das nicht bei Frauen oder beziehungsweise zumindest bei heranwachsenden Frauen völlig üblich, dass die immer zusammen aufs Klo gehen? Ich meine, da pisst man auch voneinander. Ja, oder nicht alle. Das kannst du nicht so verallgemeinern. Ich habe das zum Beispiel oft sehr ungerne gemacht, weil ich diesen Vorgang komisch finde, voreinander da so diese, also da unten was rauszulassen, dann diesen Abputzmoment mit jemand anderem zu teilen. Weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls das Konzept Pissoir hier mit, dass man links und rechts jedem auf den Spiegel gucken kann, fand ich schon immer interessant. Aber dass das so normal ist, dass du sagst, da wird einfach richtig abgeknattert. Ist das wirklich so? Ja. Also kurz ihr einfach alle... Ja, selbstverständlich. Das muss doch einen Safe Space für Furzen geben. Für die furzende Community. Ich fand's irritierend, aber auch mein Respekt. Hallo! Ja! So, jetzt haben wir wieder nach Hause hier kurz einen Stopp gemacht auf dem Rasthof Bitterfeld, glaube ich, heißt der. Wie jedes Mal. Einmal kurz Pipi machen. Also erst hat der Hund die Blase entleert und dann wir. Der hat mir ja so leicht auf den Arm geschissen. Wobei, es war jetzt nicht geschissen, sondern die kriegen seit neuestem so gekochte Kartoffeln und gekochten Reis. Dann muss ich die Magen-Darm-Flora erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ich hatte Badu auf dem Arm und dann lief da so ein bisschen, ja, was war das? So ein bisschen der Scheißesaft raus, kann man eigentlich sagen. Bisschen Kacki. Bisschen flüssige Kacki. Aber er lag halt auch so ein bisschen, also er lag nicht flach auf dem Boden, sondern auf deinem Arm. Ich glaube, das hat es auch begünstigt, dass der ja. Anüs so ein bisschen runtergehangen hat. Was hat runtergehangen? Der Anüs. Oder wie Bene vorhin gesagt hat, da war die Anusschleuse weit geöffnet. Nougatschleuse. Die Nougatschleuse. Was ich übrigens auch richtig lustig fand, als wir bei dem Hof quasi angekommen sind, wo Balu lebt. Die Familie, die haben auch Kinder. Und als wir ausgestiegen sind, haben die Kinder den Vater gefragt, wer sind die Leute? Und dann hat er gesagt, das sind die Eltern von Balu.
Das war wirklich richtig Kita-Vibes. 3000 Jahre später. Nach diesem Besuch sind wir also aufgebrochen zu unserem USA Roadtrip. Ich sag mal, es sind so drei große Lebensziele. USA Roadtrip, ein eigener Hund und ein Kind. Zwei davon sind wir an der Stelle näher gekommen. Wir sind also 3 Wochen mit dem Auto die US-Westküste runtergefahren. Runtergefahren? Dafür würde meine Erdkundelehrerin mich umbringen. Gen Süden, so ist es richtig. Und wir haben in der ganzen Zeit immer wieder so Updates von Baloo bekommen. Also nicht von ihm selber, die hat uns jemand geschickt. Aber wir haben Videos gekriegt, um zu sehen, dass er wächst. Und er ist gewachsen. Also es war wirklich krass. Man konnte quasi von Video zugucken, wie er so um ein paar Zentimeter gewachsen ist. Und wir waren wirklich hin und her gerissen zwischen, wir lieben es gerade auf diesem Roadtrip zu sein und oh mein Gott, wann kommen wir endlich wieder zurück, um unseren Hund zu sehen? Kleiner Spoiler, Ende August war es soweit. Freunde der, Achtung, Sonne! Es fällt sich folgendermaßen. Wir sind seit 2 Tagen aus Amerika. What's the German word for back? Like... Wir sind aus den USA zurück. Wir, und damit meine ich mich, wir, also ich meine tatsächlich nur mich, Bene kann schlafen, wir haben noch einen riesen Jetlag, aber es hilft ja alles nichts, wir sind nur mal Eltern, wir haben ein Kind. Und dieses Kind, also Baloo, das gehen wir jetzt besuchen, wir haben ihn ja jetzt fast einen Monat nicht mehr gesehen. Wir haben uns gerade nochmal Fotos, oder ich habe mir gerade nochmal, schon wieder wir, also ich, habe mir gerade nochmal Fotos angeguckt, wie groß der war und wie der aussah, als wir das letzte Mal gesehen haben. Wir wurden ja zwischendurch immer so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, wie er sich so macht, wie wir Eltern sagen. Ja, ich würde mal sagen, wir, und diesmal wirklich wir, sind gespannt, weil der ungefähr so aussieht auf den Fotos, als hätte der sich verdoppelt. Er hat 8 Beine. Hat 8 Beine. Aber naja, wir sehen ihn ja gleich. Genau, wir fahren ihn jetzt besuchen. Es sind zum heutigen Tage noch, ich habe bei uns einen Kühlschrank mit so Post-its einen Countdown rangeklebt. Es sind am heutigen Tage noch 18 Tage, bis er zu uns kommt. Es ist unfassbar aufregend. Wir besuchen ihn noch 2 Mal. 1 Mal davon ist heute. Das ist, glaube ich, sogar das Interessante oder das Aufregendere, das Spannendere, weil wir den jetzt so lange nicht gesehen haben. Hey, das wollte ich euch nur kurz erzählen, wie man sich auch in der Beziehung einfach was erzählt, auch wenn der andere sich manchmal denkt, warum erzählst du mir das jetzt und das interessiert mich doch gar nicht. Aber die andere Person denkt sich, würde es gerne mit dir teilen. Und deswegen erzähle ich euch das, ne? Bis gleich, ne? Tschüss! Langsam fragt ihr euch sicherlich, Ariana, sag mal, wie lange soll das noch weitergehen? Wie lange habt ihr den denn besucht? Das kann ich euch sagen. Noch genau 1 Mal. Hey! Hey! Mir wurde beim Radio damals beigebracht, beginne niemals eine Anmoderation mit Es ist wieder soweit. Deswegen möchte ich gerne sagen, es ist wieder soweit. Wir fahren Baloo besuchen. Und es ist ein historisches Ereignis, denn es ist das letzte Mal heute. Das nächste Mal, wenn wir hinfahren, holen wir ihn schon ab. Einen spannenden Trommelwirbel bitte. Vielen Dank. Wenn wir ihn abholen, ist er 13 Wochen alt und wir haben gerade schon über den Tag der Abholung gesprochen, weil ganz oft wird gesagt, wenn Hunde das erste Mal eine längere Autofahrt vor sich haben oder also im Begriff einer längeren Autofahrt sind, kann es sehr gut sein, dass sie sich übergeben und das ist sehr, sehr schade.
Ja, das ist schade. Denn ich habe eine sehr, sehr große Kotzphobie. Wir haben jetzt gerade darüber geredet, wie das denn funktioniert, weil Bene fährt Auto. Hat ja, glaube ich, schon mal angedeutet, wenn er nicht fährt, wird ihm schlecht. Von daher muss er fahren. Er will auch fahren. Er fühlt sich dann selber sicherer. Und ich muss mich dann um Balu kümmern. Bene meinte gerade, wenn der kotzt, muss ich ihn was trösten. Ja, mir ist es voll viel zu riskant, wenn der Hund da unten mit dem Fußgang kotzt und du fährst und dann irgendwo links rüber ziehst. Könnte echt sein, dass ich dann schreie. Beziehungsweise es könnte sein, dass am Ende Bene mich streicheln und mir gut zureden muss, wenn Balu hier den Fußraum voll kotzt. Also ich bin gespannt. Aber jetzt gehen wir ihn erst nochmal besuchen. Wir sehen ihn dann auch 2 Wochen nicht. Das heißt wieder eine längere Zeit, wo er wahrscheinlich wieder wächst. Bis später, ne? Bis später, Bene. Ciao. Gerade schon gesagt, dass wir schon richtig wehmütig sind, weil auf dieser Tankstelle da, also in der Raststätte, da gehen wir immer auf der Strecke auf Toilette, wenn die Fahrt zu lang ist und wir im Stau stehen, wir nicht mehr können. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich zum vorletzten oder sogar schon letzten Mal noch einmal aufs Klo gehen und dann nie wieder. Hallo. Wir sind's nochmal. Wir müssen pipi. Wir haben übrigens schon mal eine Decke mitgenommen. Es ist sehr dreckig hier, da dürft ihr nicht hingucken. Damit wir nachher mal vielleicht mit ihm schon mal üben können, eine Runde Auto zu fahren. Oder zumindest, ob er sich hier reinsetzen würde. Wenn er so nett wäre, Platz zu nehmen. So, und jetzt gehen wir pipi machen. Ganz toll. Das machst du ganz toll. Da muss man so viel mit einem Baby reden. Ganz hoch, ne? Ganz hoch. Genau. Super machst du das. Bleib mal schön unten. Schön unten. Genau. Gut machst du das. Was ist das aufregend hier, ne? Das ist ein sogenanntes Auto. Das ist ein Auto. Und all das, was du siehst, wird eines Tages dir gehören. Weißt du, wann eines Tages ist? In 12 Tagen. Ist das was? Das ist was, hä? So, letzter Besuch ist auch vorbei. Wir essen jetzt gerade noch, wie es sich gehört, auf dem Rastplatz Eis. Es war ein richtig aufregender Besuch, der aufregendste von allen. Wir waren ja erst mit der Mutter von den Welpen und den 3 übrig gebliebenen auf dem Feld spazieren und am Teich. Dann sind wir mit Balu noch eine Runde Auto gefahren. Er war schwimmen. Er ist zum allerersten Mal geschwommen. Er ist einfach reingesprungen, seiner Mutter hinterher. Jetzt essen wir hier noch unser Eis und dann fahren wir nach Hause. Und wenn wir nächstes Mal vorbeifahren, nehmen wir ihn schon mit. Und er ist, als wir gegangen sind, ist er uns noch hinterher gelaufen. Das war ganz süß. Kaum sind wir 5 Minuten weg, guckt Bene sich immer die Videos an, die wir gemacht haben. wie so ein verrückter Typ von einem Tinder-Date. Danach so, Will ich mir die Bilder noch mal angucken von meinem Date? Liebst ihn, ne? Liebe ihn. Sagen wir immer.
Benedikt. Hallo. Man sieht da ein bisschen Haut. Ich hab Gehirnspule. Da an der Seite. Das ist mein Arm. Nein, an der Hüfte. Ja. Entschuldigung. Ich hab gehört, du hast eine Frage. Ja, meine Frage lautet, ich habe ja jetzt schon erzählt, wie es für mich ist, das Gefühl, dass wir in 2 Tagen den Hund bekommen. Und es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir jetzt in den letzten Tagen oder in den letzten 2, 3 Wochen so krass viel Stress hatten, dass es noch gar nicht so richtig zu mir durchgedrungen ist, habe ich das Gefühl. Also ich habe noch nicht so richtig gecheckt, dass der jetzt kommt. Aber davon abgesehen kann ich es irgendwie nicht glauben. Und jetzt die große Frage, fühlen Sie sich denn? Können Sie es glauben? Ich kann es glauben, aber ich verstehe, was du meinst, weil es war natürlich jetzt so ein Build-up, dass wir den ja ganz lange schon kennen, besucht haben. Stimmt. Und jetzt tatsächlich der Zeitpunkt dann ist, auf den wir alle warten, voller Spannung. Das ist so ein härter Lied. Dass wir wie, ihn jetzt kriegen. Wie geht das? Wie geht das Lied? Alle warten voller Spannung auf das absolute Spiel, denn die Jungs von der Hertha haben alle nur ein Ziel. Ficken, ficken, ficken. Sowas. Ja, nee, und jetzt ist es soweit. Und jetzt sind wir hier in den letzten Zügen, alles vorzubereiten. Und dann geht's los mit seinem neuen Leben in seiner neuen Familie. Freuen uns. Wir freuen uns. Und er freut sich auch, hat er mir gerade geschrieben. Das ist cool, dass wir ihn jetzt holen. Wir müssen jetzt übrigens auch nichts hier mit ausruhen. Ich weiß, das ist schon abends fast 21 Uhr, aber wir müssen jetzt die Treppengitter anbringen. Ich würde mir gerne noch ein Nutella-Brot machen. Dann mach das. Und los. Mit die Hand da wieder so? Ja. Komm, tschüss. Du musst jetzt dazukommen. Es ist unser letzter Abend ohne Hund. Ja, oder Zweisamkeit. Jedenfalls holen wir morgen Baloo ab und das fühlt sich ganz komisch an. Wir haben jetzt wirklich monatelang darauf gewartet und es waren am Anfang noch so viele Tage und es wurde und wurde nicht weniger. Und ich finde, oft sagt man ja im Leben, ja, die Zeit ist so schnell vergangen, ach, ich habe es mir so lange vorgestellt und am Ende ging es ganz schnell. Das ging gar nicht schnell, finde ich. Überhaupt nicht. Es hat mega lange gedauert. Habe ich mal was Interessantes gelesen über Zeit. Dauert es länger, weil ich halt die Kamera mit dem Arm. Ach so, das ist so eine Theorie um Zeit. Okay, cool. Okay, erzähl. Nee, geht nur darum, dass Zeit, ich krieg's glaube ich nicht ganz zusammen. Ach krass. Ich guck da nochmal nach. Ja, okay, das ist ja eine krasse Info. Wir sind aufgeregt, wir können's auf welche Art auch immer nicht glauben, dass die Zeit jetzt vorbei ist. In 24 Stunden gehen wir schon schlafen und haben einen Hund hier. Gehen wir nochmal die letzte Runde wahrscheinlich. Ja, klar, gehen wir nochmal eine Runde. Oh, regnet's nicht. Es wird regnen, weil es regnet die ganze Zeit. Ja, wird nass. Bis morgen, muss wieder zuhören. Das ist gar nicht für uns privat, sondern für den Blog, oder? Tschüss. Es ist ab. Ich habe gerade nach dem Wort gesucht. Es lautete Abholung. Es ist Abholungstag. Die Aufregung steigt. Ich bin schon kurz vor Stressdurchfall, wie von der Prüfung. In 2 Stunden fahre ich Bene von der Arbeit abholen. In etwa 4 Stunden sind wir dann dort und in etwa 6 Stunden fahren wir mit Baloo im Auto hoffentlich nach Hause. Ich habe jetzt alle Sachen gepackt für ihn. Ich habe die auf dem Boden ausgebreitet, wie man das so macht, damit man die zum Beispiel für so einen Vlog nochmal zeigen kann. Zeige ich euch mal kurz. Auch hier wieder muss ich sagen, es fühlt sich an wie eine Kliniktasche packen. Also zumindest das, was ich bislang in einschlägigen Medien sehen konnte. Was ich gepackt habe, ist ein Geschirr und ein Halsband für ihn. Wir hoffen, dass es passt. Ansonsten müssen wir nochmal irgendwie was Neues besorgen. Dann, das finde ich super praktisch, wir haben ein AirTag für ihn. Und ich habe einfach so eine Lederhülle von Etsy gekauft. Könnt ihr da einfach mal suchen. Das ist jetzt nicht speziell für Hunde. Ist einfach als Schlüsselanhänger, glaube ich, gedacht. Und haben da den AirTag reingepackt. Das kommt dann an sein Halsband bzw. ans Geschirr dran, an eins von beidem, falls wir den guten mal verlieren. So, dann Küchenrolle natürlich, um kleine ungeplante Zwischenfälle wegzumachen. Dafür sind auch die Müllbeutel und weil ich die weltgrößte Kotzphobie habe, habe ich noch schwarze Müllbeutel mit, in denen man eventuelle Kotze nicht sehen würde. Dann
Pipi-Unterlagen, einfach diese Einmalunterlagen für Babys. Damit können wir dann nämlich diese Stoffbox auslegen, die wir haben, beziehungsweise darunter kommen erstmal alte Decken. Da ist es nicht schlimm, wenn da irgendwie ein bisschen was reingeht, aber ich habe oft gelesen, dass wenn die was in diese Matten machen, dann kann man die einfach zusammenrollen und wegwerfen. Dafür natürlich Einmalhandschuhe. Dann ein Spielzeug, das, also ich glaube jetzt nicht, dass wir in der 2 Stunden Autofahrt großartig mit ihm spielen werden, aber vielleicht so ein bisschen zur Beruhigung. Das ist natürlich ein Hundespielzeug. Vielleicht kann ihn das ein bisschen trösten oder ablenken. Dann natürlich Kackibeutel und ein Reisenapf. Und Wasser natürlich, was wir dann noch mitnehmen. Ja, falls er was trinken möchte, dann machen wir ihm da einen kleinen Beruhigungswodka rein. Und bald geht's los. Ich hatte übrigens noch eine richtig gute Idee, auf die ich so stolz bin, dass ich sie euch zeigen möchte. Und zwar, Bene und ich sind ja wie zwei streitende Geschwister, die beide sagen, nee, in der ersten Nacht will ich neben dem Hund sein. Der Hund soll auf meiner Seite schlafen. Also nicht im Bett, sondern in der Box daneben. Wir haben schon überlegt, ob wir das auslosen. Und jetzt hatte ich die Idee. Kommt mal mit. Das ist die Situation. Und diese Box von Baloo, die hätte jetzt entweder da gestanden bei Bene auf der Seite oder hier bei mir. Aber ich hatte einen richtig guten Einfall und der lautet folgendermaßen. Achtung, Bene ist nicht da, also muss ich das jetzt mit der Hand machen. Tada! So machen wir das einfach. Die Truhe hier kommt einfach nach links und dann ist es ein bisschen wie Kino. Dann stellen wir die Box so vor uns. Da mache ich gleich noch Leckerlis rein. Die soll ja was Schönes sein für ihn, die Box. Sein kleiner Rückzugsort. Und dann schlafen wir halt in diese Richtung. Es ist richtig ein bisschen Klassenfahrtsfeeling. Ich bin richtig stolz. Ich überlege, ob ich mir das patentieren lassen kann. Kopfkissen und Decke umdrehen und Hund ans Kopfteil. Ab jetzt Registered Trademark by Ariana Barbary. Hey! Ich muss mich jetzt nochmal umziehen, weil ich mir vor lauter Aufregung in die Hose gemacht habe. Nee, weil ich habe noch ein Geschenk abgeholt für Baloos Menschenmutter quasi. Ich finde das irgendwie immer so ein creepy Wort, wie aus einem Horrorfilm. Seine Menschenmutter, Baloo. Okay, aber ja, seine Menschenmutter, ein Geschenk, weil sie sich so toll um den gekümmert hat. Und dabei habe ich leider komplett voll geschwitzt, weil es überraschenderweise ziemlich warm heute ist. Ich bin jetzt aber bereit, fahre jetzt Bene abholen und dann geht's los. Next Step, der Next Step Award. Ist das ein Zungenbrecher? Next Step? Sag mal dreimal hintereinander Next Step. Next Step, Next Step, Next Step. Ja, du sagst Next Step. Ja, okay. Wir sind auf dem Weg, wie man sieht. Sieht man nicht so viel. Wir schleichen uns eher hier voran. Es sind so ein paar kleinere Staus. Und mit diesen unwichtigen Informationen versuche ich die Zeit zu überbrücken, weil wir fahren ehrlich gesagt noch relativ lange und zwar fast noch 2 Stunden. Wir haben ja immer einen kleinen Weg vor uns. Und jetzt bahnen wir uns mal den Weg, die nächsten 145 Kilometer, die noch übrig sind. Bene hat mir vorhin geschrieben, dass es sich anfühlt, als hätte man ein erstes Date. Und das finde ich auch. Also es ist eine Mischung aus erstes Date und ein ganz komisches Gefühl, und zwar, dass ich einfach nicht glauben kann, was passiert und sich dadurch der Tag auch gar nicht, der fühlt sich ganz unwirklich an. Ich kann dieses erste Date-Gefühl noch präziser beschreiben. Es ist nämlich ich habe genau das Gefühl, mal gucken, wie es läuft. Weil man auch nicht weiß, wie wird es. Na, wir kennen ihn ja nur in seinem Umfeld und jetzt nehmen wir ihn halt mit. Erstmal die Autofahrt. Dann bei uns, das könnte alles passieren. Er kann mega nervös sein, er kann super entspannt sein. Es kann alles passieren, wie bei so einem Date. Er kann ganz doll fiepen, weil er von seiner Mama und seinen noch anderen 2 Geschwistern wegkommt. Auch das wie beim ersten Date. Sorry nochmal. Das habe ich gar nicht so sehr, dieses Gefühl, wie wird's. Irgendwie bin ich so grundoptimistisch, was das angeht, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwie fiepen wird oder so, weil er dann halt aus seinem Umfeld einfach weggerissen wird, was irgendwie auch gemein klingt. Aber ansonsten bin ich recht positiv. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig aufregend. Und manchmal habe ich Tränen in den Augen, auch wenn es kitschig klingt, weil ich immer wieder diesen Gedanken habe, dass sich gerade einer der größten Träume meines Lebens erfüllt. Seit ich denken kann, seit ich ein Kind bin, habe ich mir einen Hund gewünscht. Und jetzt passiert das. Und jetzt haben wir bald einen Hund. Das ist ganz absurd. Bis später, du musst die Hand drauf machen. Mehr nochmal. Okay. Thank you.
Alle. Ja. Alle. Wecken zum Aussteigen, weil er pennt einfach die komplette Zeit. Jetzt ist er gerade wach geworden, ja. Aber er liegt da in der Kuhle wie in so einer Hängematte. Ich glaube, er denkt, schnuppert kann ich weiterschlafen? Guck mal, jetzt schnuppert er, riecht da alles neu. Ja, jetzt lass ihn mal raus da. Nee, guck mal, der legt sich wieder zurück. Ich glaube, wir müssen ihm jetzt zeigen, dass wir da sind. Schnuppert er noch weiter schlafen? Wir sind da, Balu. Das ist wie früher, als mein Kind war, wenn man mit den Eltern irgendwo hingefahren ist und die wollten einen aus dem Auto tragen, aber man wollte noch weiter schlafen. Er will nicht. Balu, wir sind zu Hause. Balu, wir sind zu Hause. Ja, wir sind zu Hause. Hallo, wer kommt denn da angetrappt? Hi! Es ist gleich schon 1 Uhr nachts und jetzt haben wir ihn gerade mal hochgebracht. Jetzt lernt er erst das Obergeschoss kennen. Ich mache hier mal kurz zu, weil da habe ich vorhin schon Leckerlis reingemacht. Aber da soll er erst gleich reingehen, dann zum Schlafen. Bene war gerade noch mal mit ihm Pipi machen. Also nicht auf Klo, sondern im Garten. Monsieur Balu, ich glaube, du musst mal in dein Bettchen. Herr Balu, Herr Balu. Komm mal her. Super.
Gut gemacht. Er schnarcht. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt hält. Wir haben, glaube ich, wie spät ist? Ja, 2:30 Uhr nachts. Herr Bebe. Oh, hallo, ich nochmal. Das war's mit dem ersten Video von Balu in seinem neuen Zuhause. Nicht mehr lange, dann ist er ein halbes Jahr bei uns. Dann setze ich mich natürlich sofort an die neue Reportage. Und ihr seht sie hier auf diesem YouTube-Kanal. Oder guck mal bei Instagram vorbei. Oder TikTok. Oder YouTube Shorts. Oder auf meiner E-Mail-Adresse. Oder bei Twitter. Nee, da bin ich nicht. Da bin ich raus.